Hi und hallo, willkommen in der Männerhöhle, Zeit für ein neues Video und schön, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, so eine Vorderzange ist ziemlich praktisch und ich vermisse irgendwie eine. Wollte mir dann eine bauen und habe angefangen nachzudenken. Was gibt es für Alternativen? Was könnte Sinn machen? Und kann man es vielleicht auch noch auf eine ganz andere Art und Weise lösen? Und was ich mir da so habe einfallen lassen, das erzähle ich dir sofort. Hey, hallo und schön, dass du da bist. Ich grüße dich zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal Männerhöhle. Ich bin Andreas. Ja, und wie schon gesagt, jetzt kümmern wir uns mal um eine Spannmöglichkeit an der Werkbank. Und irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Das Thema gab es bei mir schon mal. Ja, da wollte ich meine vorhandene Werkbank auch aufrüsten um eine Vorderzange. Und da habe ich dann mit ganz, ganz einfachen Mitteln selbst was gebaut. Also wirklich eine Gewindestange aus dem Baumarkt und ganz, ganz einfach. Ich verlinke dir das Video mal da oben, falls du das sehen möchtest. Ja, jetzt stehe ich vor dem gleichen Thema. Ich habe hier wieder eine Werkbank, da ist keine Spannmöglichkeit vorhanden. Und hier und da hat mir das schon mal gefehlt. Also war ich schon online unterwegs und wollte mir so ein Spannelement kaufen. Die gibt es ja bei verschiedenen Online-Shops in verschiedenen Größen. Ja, da hat man dann so eine Trapezgewindestange und so weiter und so fort. Und wollte das Ganze hier unter die Werkbank bauen oder an die Werkbank bauen. Dann habe ich aber angefangen nachzudenken. Es gibt ja auch Alternativen. Es gibt ja dieses Moxon-Vice. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, wo man damit zu zwei Rädern das Ganze festdrehen kann. Es gibt auch so Spannmöglichkeiten. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht. Da hat man so ein Element, was so schräg steht, was man dann nach vorne quasi bewegen kann, indem man das festzieht und dann spannt man das so ein. Ich glaube, es gibt halt da viele Varianten. Alles hat Vor- und Nachteile. Ich habe mir jetzt überlegt, bevor ich den Schritt gehe und mir wirklich eine richtige Vorderzange für hier bestelle und kaufe, möchte ich gerne etwas ausprobieren. Und zwar eine Vorderzange, ich nenne das jetzt mal so, also eine Spannmöglichkeit, die man auch abnehmen kann. Ja, und die mit einfachen Mitteln selbst herzustellen ist, und zwar mit Schraubzwingen. Ja, jetzt muss man da natürlich was festziehen. Es ist nicht so komfortabel, wie wenn man so einen Hebel hat, den man dann einfach runterdrückt und festzieht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das als Alternative vielleicht gar nicht so uninteressant sein könnte. Was ich genau meine und wo die Reise hingeht, das seht ihr jetzt gleich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe hier noch so ein bisschen Eichen-Leimholz gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich diese beiden Platten mal gekauft hatte. Mir fällt es nicht mehr ein, also scheint es nicht so wichtig zu sein. Und daraus werde ich die Teile jetzt machen. Ja, ich verleime mir jetzt hier ein bisschen was zusammen, dass ich eine dickere Materialstärke nachher habe. Mal gucken, ob das so, wie ich mir das vorstelle, funktioniert. Ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Braving through the drought and cold, it all happens with the reason. 'Cause one day your buds turn to blossoms and they all say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now, planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky, soaking in the watercolors like blue. Even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine. Patiently in watercolors they bloom, bloom. Every other garden you come across along the way will look a little different. Remember that every flower grows in her own way. And just because a snowdrop blossoms in the winter, it doesn't mean an orchid won't rise from the ground. And then everybody will say, wow, look at her now. Can't even walk outside without the sweetness of her scent around. Can't stop her now, planted her roots deep in the ground. Like magnolias in the spring, I open up my petals to the sky, soaking in the watercolors like blue. And even if it takes some time, well, flowers never rush to grow divine. Patiently in watercolors they bloom, bloom. Grow your garden, baby. Grow it slow and grow it bright.
Ich habe das jetzt testweise mal hingeklemmt, also zwei Teile haben wir jetzt hier. Das hier soll nachher die Backe werden, die dann quasi das Ganze ranpresst. Und hier ist das Gegenstück. Ich mache es jetzt mal los. Ich habe nämlich getestet, dass das hier eine Höhe hat, dass da nichts nachher hängen bleibt. Und das ganze Stück sieht jetzt so aus. Ja, was ist hier passiert? Also das ist ein einfaches Stück Eichenleimholz. Dann habe ich hier auf der anderen Seite so ein aufgedoppeltes Stück rangemacht. Das wird nachher dazu da sein, um das unter den Tisch zu schrauben. Und ja, das habe ich dann jetzt mit einigen Schrauben festgemacht. Ich möchte nicht, dass sich hier irgendwas rührt. Genau, das Gegenstück, das ist auch eine doppelte Lage hier von diesem Eichenleimholz. Und genau, das ist die Ausgangslage. Also so wird das nachher dann aussehen. Dadurch, dass ich ja jetzt eine Methode mache ohne so eine Gewindestange und ohne diese Mechanik, die da sonst dran hängt, sind jetzt ja keine Löcher reingekommen und auch sonst nichts passiert bisher. Ich halte es nochmal ran, also so wird das nachher aussehen. So, und jetzt ist die Frage, wie macht man das mit den Schraubzwingen? Ich habe erst eine ganze Weile überlegt, welche ich überhaupt nehmen soll, von der Größe her. Ja, ich habe mir dann die Frage gestellt, was ist besser, hier die großen Dinger oder die hier? Und ich habe mich jetzt für die entschieden, weil was spannt man da in der Regel ein? Also so große Werkstücke sind das ja nicht. Das sind ja eher so Leisten oder sowas, die man dann hobeln möchte. Ich hoffe, das funktioniert dann nachher auch. Genau, deswegen habe ich mich jetzt für die hier entschieden. So, und dafür machen wir jetzt hier so Schlitze rein. Achso, nächste Überlegung war, kommen die so rum da rein oder kommen die so rum da rein? So rum wäre natürlich irgendwie cool, kann man das so anziehen, dann fällt es aber unten raus. Es sei denn, man macht da irgendwie was drunter. Also da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig gewesen. Ja, aber ich werde das jetzt so machen, dass die halt so rum hier reinkommen. Ich teste es einfach mal aus, zur Not kann ich das immer noch irgendwie verändern, denke ich jetzt mal zumindest. Es ist ja jetzt erstmal so eine Art Testballon hier. Genau, und dafür muss ich jetzt die Schlitze hier einsägen oder fräsen. Ich denke, ich werde es mit der Tischkreissäge machen. Ja, dieser Schlitz, der sollte jetzt genau diese Materialstärke hier treffen von der Schraubzwinge. Also nicht zu eng, dass man es nicht reinkriegt so wirklich, aber es sollte auch eigentlich an sich ganz gut und straff sitzen, dass es halt eben nicht so viel Spiel hat, damit das alles nicht so viel wackelt. Ja, also sollte eigentlich recht genau passen, sagen wir mal so. Und ja, das werde ich jetzt mal auschecken, wie ich das am besten mache und ja. Bisher ging es jetzt super schnell. Vielleicht wird das ein sehr kurzes Video, ich weiß es noch nicht. Genau, ich säge jetzt die mal ein, die Dinger. Und dann machen wir hier noch so ein paar Sachen dran, wie Kantenfräsen. Und ich wollte mal überlegen, ob ich hier nicht vielleicht auch so Nuten reinfräse, dass ich dann nachher was habe, wo ich einen Rundstab zum Beispiel festmachen kann oder so. Da muss ich nochmal gucken jetzt. Aber ja, weiter geht's. Take this love slow. How did you get so cool? I'm just a fool, falling for you. Don't wanna let you go. I'll take this love slow. We got so many years to learn each other's ways. I wanna know your ideas and love you every day. I spent so many tears waiting for this place. And now I want you to know I'll take this love slow. I'll take this love slow. Lying with you by my side under the pine. So, die Schlitze sind jetzt drin. Ich wollte das Ganze mit der Japansäge eigentlich machen. Das hat dann aber nicht so gut funktioniert. Und dann dachte ich, okay, ich gehe an die Tischkreissäge. Da habe ich dann leider vergessen, Aufnahme zu drücken. War aber auch vielleicht gar nicht so verkehrt. Das ist nämlich nicht ganz easy gewesen, so zu schneiden. Ich habe dahinter was dran gelegt, dass ich ja, eine breite Fläche habe, die ich nach vorne schieben kann. Und das ging auch. Es ist nichts verkippelt oder so. Aber ja, wahrscheinlich auch wieder ein Sägeschnitt nicht aus dem Lehrbuch, also nicht zu empfehlen, nachzumachen. Dann vielleicht doch irgendwie mit anderen Mitteln. Naja, ja, mit dem Forstanbohrer habe ich dann danach noch hier so eine runde Vertiefung gemacht. Das ist dann für das runde Teil von der Schraubzwinge. Da ist mir dann aufgefallen, okay, hier habe ich 4,9 cm und hier sind es 5,1 circa. Vom Abstand her passt also nicht ganz genau, sind ein paar Millimeter Unterschied, aber ich denke, das ist zu verschmerzen. Ja, jetzt würde ich sagen, fräse ich hier nochmal so eine Nut ein.
dass ich zum Beispiel auch einen Rundstab und so hier oben reinmachen kann, beziehungsweise eine V-Nut wird das werden. Dann mache ich hier überall noch die Kanten schön, also runde das Ganze ein bisschen ab, öle das Ganze, schraube es unter den Tisch und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. I'll take this love slow, 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 slow. I'll take this love slow, 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 slow. We got so many years to learn each other's ways. I wanna know your ideas and love you every day. So many tears waiting for this place. And now I want you to know, I'll take this love slow. I'll take this love slow. Ja, fertig ist das gute Stück. Und was soll ich euch sagen? Es funktioniert nur so halb. Ich habe vielleicht zwei, drei Denkfehler darin gehabt, komme ich jetzt gleich mal drauf zu sprechen. Aber erstmal ganz kurz zum Aufbau. Also das eine Teil, dieses ja, L-förmige oder wie auch immer man das nennen möchte, das ist jetzt hier in der Werkbank festgeschraubt, dicke Schrauben genommen, da rührt sich gar nichts. Und dann haben wir hier diese Backe, die mit den Schraubzwingen gehalten wird. Ich nehme es jetzt mal auseinander. Ich hoffe, ich kann das von der Seite jetzt gut zeigen. Ist also sehr leicht demontiert. Man nimmt die einfach nur hier an der Seite raus. So, ja. Und dann hat man das Ding abgebaut. Das ist ja auch der Vorteil oder der Gedanke, den ich hatte. Hier stört jetzt gar nichts. Also wenn man hier entlang läuft, man braucht das gerade nicht, dann ist das völlig problemlos. So, wenn man das Ganze dann wieder einsetzen möchte, dann kommen die Schraubzwingen hier in diese Schlitze rein. Man packt das hier zusammen. Einmal, zweimal von der anderen Seite. Wenn man davor steht, geht es leichter. Ich habe es ja eben getestet. So, okay. Und dann wäre das ganze Ding wieder einsatzbereit. Was funktioniert gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, ziehen wir es mal ein Stück auf, ich gehe mal hier nach vorne. So. So, was funktioniert gut, wenn ich hier so ein langes Stück habe und mache das jetzt hier so rein. Einmal so. Dann hier anziehen. Andere Seite anziehen. Man muss es natürlich schrauben. Es ist jetzt nicht so komfortabel wie mit so einem Hebel, aber gut, mit ein bisschen Gewalt geht es natürlich immer, aber hier rührt sich sonst ansonsten gar nichts. Das ist wirklich fest hier drin. Das geht ganz gut. So, ich löse das jetzt hier mal wieder. Was auch gut geht, sind so Teile, die ein bisschen tiefer gehen. Wenn ich die jetzt hier komplett reinmache, festziehen ein bisschen. So. Auch das geht richtig gut hier. Rührt sich gar nichts. Ja? Das ist richtig, richtig fest. Was nicht gut funktioniert, und das sind ja die Teile, die man vielleicht am ehesten hat, das sind so Leisten oder sowas, die man jetzt nur hier oben einspannt. So, das funktioniert nicht wirklich gut. Weil wenn ich das jetzt hier festschraube, ja, also wenn das hier nur so ein kleines Teil ist, dann zieht sich das hier unten fest. Ich glaube, das machen andere Schraubsysteme, also hier andere, wie heißen die Dinger denn? Mensch, Vorderzangen, auch so ein bisschen zumindest. Ja, das ist jetzt nicht mehr wirklich fest. Das ist, glaube ich, dem geschuldet, oder das wird sehr wahrscheinlich dem geschuldet sein, dass die Teile hier, also die Schraubzwingen und die Schlitze, sehr weit unten sind. Die musste ich aber so weit runtersetzen, weil ich sonst hier hinten mit diesem hinteren Teil in die Quere gekommen wäre. Einzige Abhilfe, die man hier schaffen kann, ist, dass man die Schraubzwingen halt wirklich unten drunter packt und das Ganze dann hier drückt, hier oben.
Ja, ist die Frage, ob man das nochmal optimiert oder ob man sich doch eine richtige Vorderzange holt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, an sich, vom Prinzip her, der Gedanke ist nicht verkehrt gewesen. Das funktioniert schon mal einigermaßen, aber so ganz richtig ausgereift ist es irgendwie nicht. Weiß nicht. Was haltet ihr davon? Sagt ihr, diese halbe Lösung ist gut oder eigentlich nicht? Ne? Weil da ist ja dann, wenn man dann gerade mal so eine Leiste braucht, dann kann man es eben nicht nutzen. Gut, ich hätte ja auch noch die Aufsatzhobelbank, diese Mini-Hobelbank, die ich mal gebaut habe. Video verlinke ich dir mal da oben. Damit könnte man das machen, weil da funktioniert das einwandfrei. Und das hier, wie gesagt, nur so als Extra-Goodie oder als Zusatzgeschichte. Ja, aber dafür ist es dann eigentlich auch zu schade. Ne? Naja, mal überlegen, mal gucken, was ich daraus letztlich mache. Ja, wie findet ihr das Ganze? Meint ihr, das ist nützlich oder eigentlich dann doch eher ein Flop? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal gucken, ob ich so lasse und ja. Ja, vielleicht ist es aber für den einen oder anderen ja doch noch irgendwie der Lösungsansatz oder die Idee, die Inspiration, die du gesucht hast, um hier so eine Lösung zu finden. Man muss hier natürlich nochmal ran dann vielleicht, aber ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es ja doch für den einen oder anderen hilfreich. Deswegen wollte ich es hier mit euch teilen. Ja, dann würde ich sagen, war's das für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich mal bis die Tage. Macht's gut, euer Andreas und tschüss.